Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im X-Universum zu Let's Play X-Rebirth 4.0 Home of Light. Ja, mit unserer ganz, ganz neuen, brandneuen Balor. Da ist sie schon, das hübsche Ding. Ja, hat keine Fracht an Bord. Endewiderstand von 85, aber gut, wir wollen sie natürlich auch nicht ändern, gell, ist klar. Ja, man sieht, die hat hier ein bisschen Türme, ein bisschen Kraftfeldprojektoren. Ich habe jetzt echt gemeint, das ist diese Balor ist so eine Raketenfregatte. Aber irgendwie hat die gar keine Raketen. Die Balor ist eine recht moderne Fregatte, die vom Auftragsfertiger Albion Metals gebaut wird. Sie ist klein und ihre kraftvollen und präzise reagierenden Antriebe verleihen ihr eine gute Wendigkeit und Beschleunigung. Okay, Raketenwerfer 4 Stück. Obwohl die gut, wird halt nicht angezeigt. 150 gehen wohl rein. Na schön. Alles klar, danke Betty. So. Automatisch nachtanken. Ja. Aber ich kann hier sonst... Nee. Nee. Ich kann hier nicht einstellen irgendwie... Keine Ahnung, kauf Raketen oder sowas. Also. Oder gilt es hier bei Nachtanken und füllt er dann automatisch die Raketen auf? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder brauche ich da erst den Verteidigungsoffizier dazu? Na gut, der folgt mir jetzt erstmal. Also wir schauen jetzt erstmal, dass wir den Verteidigungsmuggel kriegen. Ne? Ansonsten wird das Ganze ein bisschen schwierig. Heißt, wir düsen hier rüberwärts. Neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Jo, macht das. Großer Sport. So, okay. Da drüben ist noch die Iranas, die wir gegrillt haben. Ja. So kann passieren, ne? Und den Gigurum haben wir noch abgeschossen mit einem sensationell guten Schuss. Da muss ich mich mal selbst loben. Auch wenn es stinkt. So, Verteidigungsoffizier, jetzt pass auf. Was kannst du? Und jetzt? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. In Ordnung. Kaufe ich. Alles klar, du bist da, du bist mein Mann. Oder meine Frau, oder wie auch immer. Jetzt müssen Sie wohl oder übel mit mir auskommen. Ja, du hattest schon Schlimmere, mein Gott. So, was kannst du so? Hallo. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Naja, also... nö. Ja, zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Oh Gott, das will die Welt immer besser, ey. So. Hallo. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Ey, was ist denn das? Also, da ist der ja mal gar nicht, doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Selbstredend. Führung, Kampf, Moral, ja, müsste man vielleicht ein bisschen was investieren. Ich müsste viel mehr Smalltalk machen, aber gut, ich bin ja auch gar nicht mal auf den Stationen unterwegs, ne. Wisst ihr was, ich hol den mal. Ja, ich hol dich mal. Danke, dass Sie mich eingestellt haben, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ja, ist schon recht. So. Ich hab's mir hier hinten halt die Backen jetzt. Aus. Auf die Innendekoration würde ich allerdings verzichten. Ja. So. 7-1. Oh, verdammt. Ja, ich weiß. Soll ich nicht mehr machen. Aber ich mache es einfach gern. So. Wo ist mein Verteidigungsmuggel? Da kommt die nächste. Das ist die Schwester wahrscheinlich. Sieht genauso aus wie die hier. So, jetzt pass auf. Und jetzt? Du arbeite woanders. Und zwar da. Ich begebe mich zu meiner neuen Dienststation. Und die sieht hoffentlich nicht wie eine Müllhalde aus. Ja, schon recht. Tschüss, mach's gut, servus, deine Schwester ist ja jetzt da und übernimmt deinen Platz. So. Geh ich wieder nach vorne. Zur guten Isha. So, dann schauen wir uns die Balor jetzt nochmal an. Servus, Isha, Christi. Haube die Ehre. So. Da ist die Balor. Verteidigungsmucki. Nein, steht auch nichts dabei. Verteidigen. Achso, ja, das ist der Blödsinn, genau. Nö, steht nichts drin. Steht nichts drin. Muss ich hier selber auffüllen, oder ich... Leute, da, echt. Ich habe keine Ahnung. Ah, Moment, neuer Befehl. Nachtanken. Ne, das ist nur Treibstoff. Waren transferieren. Dem Schiff befehlen Waren zwischen sich und einem anderen Schiff oder einer Station, die dir gehört. Okay. Ne, das hilft mir alles nichts. Also zumindest nicht wirklich, so für mein Verständnis. Okay.
Dann probieren wir es mal übers Handelsfenster. Habe ich hier die Balor? Fethelm, Rahanas, Rahanas, Fethelm. Nee, leider nicht. Okay, also ich kann auch nicht handeln. Es tut mir jetzt echt leid für die ganzen Profis. Die waren jetzt wieder... Oh Gott, ey. Die werden jetzt wieder mit den Augen rollen. Aber hey, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Balor gehabt, deswegen tue ich mir da gerade echt schwer. Was mache ich mit dir bloß? Wo ist sie denn? Da unten ist sie. Was mache ich mit dir? Frachter 0, die hat keine einzige Rakete dabei. Weißt du was? Du kriegst einen neuen Chef und fertig, du kommst zur Orion Defense. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Sir, haben Sie ein Schiff für mich? Ach, jetzt kauft er Zellen. Wir vermitteln sie jetzt. Ja, Sir. Ich werde zu Ihrer Position springen und Ihre Flotte verstärken. Das neue Schiff wird entsprechend meiner Anweisungen eingesetzt. Mach keinen Scheiß, Junge, das ist brandneu, gell? Ich sag's dir, ey. Pass gut drauf auf, sonst kriegen wir ernste Probleme. So, also in die Richtung sind wir geflogen beim letzten Mal. Und ich sage, oh, da ist ein Beacon. Moment, dann düsen wir ab sofort in die Richtung. Beacons sind immer gut. Naja, nicht immer, aber... So. Kalibriere hat. Scannen. Einmal nichts. Einmal nichts, na gut. Ansehen gewonnen. Terra Corp. Ah, hat wieder jemand erfolgreich gehandelt. Da ist nix, nö. Einmal nix. Hat große Lust, in diesen blöden Nebel reinzufliegen, aber da würde ich auch nichts finden, vermutlich. Es grenzt dann bloß wieder an Selbstmord. Da ist ein Beacon in dem Nebel, oder? Ja, ich kriege hier Pings, aber ein Ping alleine sagt ja noch nichts. Oh, das ist was Blaues. Da ist was Blaues drin, aber da ist auch was Blaues. Moment. Schauen wir uns das an, das ist wenigstens nicht so gefährlich. Warum ist in diesem Nebel ein Beacon? Ich verstehe es nicht. Leerer Raum. Was ist das da drüben für eine Station eigentlich? Ah, okay. Da ist schon mal eine Station, die wir bisher noch nicht kannten. Da ist ein Container. Okay, dann holen wir uns schnell und dann düsen wir zu der Station. Das sind zwei blaue. Zwei Container. Ja, da muss ich jetzt zwangsläufig an den nächsten Kommentar denken. Ist schon ein bisschen her. Geduld haben, du musst junger Padawan. Ja, das stimmt, aber... Erreiche Erzrausch. Doch, Erzrausch. Das mit der Geduld ist immer so eine Sache, Leute. Ne? Ich habe schon Geduld, aber es muss halt schnell gehen. In dem Fall hat es funktioniert. So, steck ein, Mod. Ah, dann hole ich es mir halt selber doch. Oh, Raumfliegeneier. Sehr lustig. Warnung, Gefahrenregion entdeckt. Ja, schau an, wer hätte es gedacht? Gefahrenregion entdeckt. Betty, du bist echt lustig. Ja, genau, jetzt fliegen wir rein. Das geht wieder auf die Schilde. Aber hey, wir haben ja schließlich die geilen MK5-Schilde drauf. Was soll passieren? Was soll passieren? So, Geduld haben, du musst. Ich hab Geduld. Aber nicht mehr lang. Boah, ey, das Spiel ärgert mich. Ich habe sehr viel Geduld, bloß die ist irgendwann erschöpft. Na, ist dann. Läuft. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Da, bäm. So, aus ist mit der Geduld. Mag nicht mehr. Die Station hatte ich, glaube ich, nicht auf dem Radar. Ne, dich habe ich, glaube ich, nicht gescannt.
Doch. Aber ich habe ja keinen Agenten sitzen. Das geht ja gar nicht. Dann habe ich die von, ja. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Von lauter Unwissen sein. Oh, Metallurgin, Moment. Ich glaube, wir brauchen doch einen Metallurgen, oder? Wir brauchen doch an unserer Station den Metallurgen, meine ich. Wo war das mit dem Missioner hier? Metallurge, jawohl. Ha, bist gekauft. Du bist gekauft, mein Freund. So, für Stationen. Spezialist Metallurge. Rufen. Tagchen. Was kannst du? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Alles ja, klar. Technik, Wissenschaft ist in Ordnung. Du bist meins. Sag mal, das ist, bei welcher Gewerkschaft bist du? Ich glaube, ich bin 384.000. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher bei dem Preis. Oh, ey, Skandal. Bodenlose Frechheit. Kapitän habe ich keinen mehr, gell? Muss ich auch wieder schauen. Ja, worum geht's? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Ach, du kannst nichts. Nee, sorry. Ja, worum geht's? Zeigen Sie mir mein bitte Gott, du bist ja nur der größere Heuler. Nee, du, dann nicht. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt getan. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Lassen Sie mich raten. Sie brauchen irgendwas. Das will ich doch gar nicht. Ich bin an Bord. Was sagt Ihr Co-Pilot dazu, dass es hier hinten nach durchgeschwitzter Männerkleidung riecht? Die findet es äußerst erotisch, gell? Mhm. Die findet es äußerst erotisch, glaub mir. Oh. Was haben wir hier? Eine Kettenmission? Gefährliche Geschäfte, schwer. Belohnung, Benachrichtigung für... So ein Handelsagenten. Ne, das wollen wir nicht. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Handelsagenten, das können wir schön selber. Ui, die haben so... Ey. Die haben zwei Vergnügungsviertel und wir plus eins. Das geht ja gar nicht. Ja, wobei, die haben ihre Station noch ausgebaut, ne? Wir haben ja noch nicht alles ausgebaut. Okay, vielleicht liegt es daran. Ansonsten wäre das natürlich ein dicker Hund. Ich habe vergessen, was ist das für eine Station? Ich habe gar nicht geschaut. Metallabor oder was? Ne, Metallgießerei. Das ist eine Metallgießerei, echt? Okay. Na dann, was ist das hier? Mein Schiff hat mich vergessen. Och, mein Gott. Das ist ja traurig. Ah, wobei, Moment, vielleicht entdecken wir da eine neue Zone. Mal schauen, vielleicht. Wir haben ja gelernt, Missionen können auch sinnvoll sein, um zum Exploren. Mögen es einfach, was? Dachte ich mir schon. Was, wo sollen wir hinfliegen? Dahin, das kennen wir noch nicht. Ich glaube, die nehmen wir an. Brauche ich nicht wieder danach zu suchen. Die nehmen wir an, die Mission. Klar, dann entdecken wir hier ein bisschen was. Ist in Ordnung. Ist Albion. Ja, Albions Gang, ich weiß. Erlaubnis zum Andocken. Ja. Erlaubnis erteilt. So. Renn, Otani, renn. Kleines Wortspiel, genau. So, okay, ist unten. Halt, stopp. Den Blick fürs Wesentliche fast vergessen, gell? Ja, muss auch sein ab und zu, ne? Wir sind ja schon lange nicht mehr angedockt gewesen. So. Kiste mitnehmen, da ist er. Servus. Komm auf den Punkt. Mach mich auf den Weg jetzt und halt die Backen. So. Was hat es eigentlich mit diesem ganzen KI-Gedöns? Ich bin an Bord. Machen Sie danke. Gott sei Dank. Ah, hallo. Oh, Verteidigungsmuggel. Moment, was kannst du? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Selbstredend. Nee. Ich habe schon eine Lusche, das reicht. Und ich muss mit mir auch leben. Was? Ein Pilot? Hallo, Kumpel. Ach komm, wisst ihr was? Eine kleine Smalltalk-Runde haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Es ist dieses ganze VR-Ding im Allgemeinen. Ja, VR-Ding nämlich. Ja, die Tänzerinnen sind schon ein Genuss für das gestresste Auge. Ja. Ich finde ihre Kurven äußerst anregend. Ich auch. Ich genieße unsere kleine Plauderei wirklich. Du hast doch was am Helm. Na, anstatt nur über die Holotänzerin zu diskutieren, würde ich lieber über das ganze Thema VR reden. Das schien sie ja aufzuregen, oder nicht? Wunderschön gesprochen. Ich beneide Sie um diese Fähigkeit. Ja, ja, das kann nicht jeder. Und ich glaube, ich schulde Ihnen jetzt etwas. Definitiv. Ich hoffe wirklich, ich kann helfen. So, jetzt machen wir mal so eine Kiste hier mit dem, ne, diesen erweiterten Smalltalk. Pass auf, du kriegst jetzt ein rotes Wasser. Dann okay.
Sonderverkauf interessiert mich nicht, ist mir völlig wurscht. So, und du bist aber auch ganz toller, glaube ich, der vierte Gott. Weiter Smalltalk. So, VR ist gut. VR ist insgesamt etwas sehr Gutes. Es gibt viele gute Anwendungsgebiete dafür. Reden Sie weiter, ich gehe nicht weg. Ja, ich auch nicht. Im Weltraum kann man nicht viel Platz verschwenden. Nun kann man argumentieren, dass VR dafür sorgt, dass wir uns weniger eingeengt fühlen. Sie sprechen mit so einer Überzeugung. Ich glaube Ihnen wirklich. Der verkauft dir gleich Staubsauger, du. Pass bloß auf. Obwohl der Verdacht besteht, dass eine komplette Virtualisierung Risiken birgt, birgt sie auch ein unheimliches Potenzial. Sicher, aber jemand muss das Risiko mindern und das klingt Potenzial alles sehr schlau, ne? Wenn es wirklich nützlich ist. Ich hoffe wirklich, ich kann helfen. Ja, ja. Jawohl, eine Ausbildung will ich haben. Navigation oder Moral? Ich bin für Navigation. Natürlich. Sehr schön. So, und dann wirst du trotzdem eingestellt, weil du der volle Flachmann bist und ich brauche immer fähige Piloten. Noch als ihren Glückstag im Kalender ankreuzen, ja, ja. So, schön. Also weg mit dir. Hallo Pilot. Was kannst du? Schiff reparieren? Ich muss doch gar nicht reparieren. Das ist doch toll. Genau, mein Schiff ist doch prima. Hallo Pilot. Was kannst du? Drei Sterne, du kannst nichts. Okay, hat sich erledigt. So, und du bist ein Manager. Nee, brauche ich auch nicht. So, dann wieder raus hier. Aber wobei, wenn wir schon mal da sind, können wir noch kurz, ne, im Dance Club vorbeischauen. Vielleicht machen wir noch Geschäftle. Es ist schon bemerkenswert, wenn man... Tag auch. Na, von dir will ich ja gar nichts. Immer auf ihrer Seite sein. Ja, möge die Macht mit dir sein. Hallo Pilot, raten Sie mal, was ich für Sie habe. So, zeigen was Sie mir bitte kannst du... Natürlich. Oh, der hat ein bisschen schönes Zeug dabei sogar. Was also teuer hier. Sidewinder 3 habe ich, der reicht mir. Brauche nicht mehr. Schilde brauchen wir eh nichts Neues. Wie sieht's mit Waffeln aus? Natürlich. Warte, Partikelbeschleuniger gibt es auch, den MK3 offenbar, aber haben wir nicht gefunden bis jetzt. Nö. Ah, der hat sogar die Ne, der hat die MK3 nicht, die haben wir. Ja, die verkaufe ich nicht, den Teufel mache ich doch echt. Servus. Mach ich bloß hier, du. Was mache ich bloß hier? Nein, ein Drohnenhändler, Moment. Servus. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Wenn Sie sich ach, ich bin ja schon voll. Können. Bin ja schon voll. Also mit den Drohnen meine ich. Ich bin ja schon komplett voll. Ich habe schon meine 8 Drohnen am Start. Na, Isha, wie geht's? Was macht denn unser Fetthelmer eigentlich? Na, wie viel hast du schon im Lager? Oh, der hat schon ein bisschen was eingesammelt, ne? Halbzeit? Na, nicht ganz, mein Gott. Ein Drittel ist voll. Braucht Erz so viel Volumen, wa? Oh, 18, okay. Produktionsmethode Xenon, neuer Eintrag. Was? Ach so, das, ja. Das war diese lustige Station, wo wir gesagt haben, der produziert Erz aus Erz. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Aber, ja, sehr gut. Nicht fragen. Genau, nicht fragen. Also, wir düsen zu diesem komischen Fetthelm da hinten. So, sind zu aktivieren. Volle Granate. Oh, da ist bestimmt wieder irgendwas zum Scannen hier. Moment. Oh, ah, verdammt, ich soll natürlich auch den Scan-Modus einschalten. Echt? Nichts zu scannen? Okay, das ist ja hart. Das ist hart. Na, aber Material gibt's hier ordentlich, ne? Na, Isha, was klipperst du auf der Tastatur rum? Hm. So, schmeißen wir das Insa mal an. Oh! Oh! Das sah doch interessant aus. Das sah doch definitiv interessant aus. Da ist also ein Ruder unterwegs. War vermutlich wieder der komische Rahanas. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße.
Minen. Ach du Scheiße, jede Menge Minen hier. Schaut euch das an, das ist ein riesiges Minenfeld. Da will ich aber nicht wirklich rein. Ist das euer Ernst? Ohne des Gedenkens. Hier ist alles vermint. Junge, Junge. Das ist ja hart. Hoffentlich muss ich da nicht reinfliegen. Okay. So, Minen sind richtig gemein. Die sind ja richtig link. Also Minen, da habe ich größten Respekt vor. Weil ich da einfach weiß, aus der bisherigen Erfahrung, aus der Kampagne, aber auch aus diversen anderen Staffeln, dass Minen immer richtig unsympathisch sind. Die machen richtig Aua, wenn du da nicht aufpasst. Zwei, drei Minen, auf Wiedersehen. Tschüss, cheerio. Game over. Ne? So wie früher an diesen Arcade-Automaten. Game over, insert Coin und du beißt da in den Arsch und denkst so, nein. Nein, der ganze Spielfortschritt vorbei. Ne? Das war noch richtig oldschool Gameplay damals. Ne? Nichts von wegen Speicherstand anlegen oder sonst irgendwas. Wenn du tot warst, dann warst du tot. Ende. Permanent Death. Aus die Maus. Spiel vorbei. Da hast du gekotzt. Aber lustig war es, definitiv. Ah. Da gab es eben dieses Sicherheitsdenken nicht, ne? Da hast du noch ein ganz anderes Feeling gehabt beim Zocken. Da hast du richtig Puls gehabt. Wenn du genau gewusst hast, oh Scheiße, wenn du jetzt Mist baust, wenn du nicht aufpasst, dann ist das Ding vorbei. Dann hast du zig Stunden umsonst investiert. So. Geduld haben, du musst. Geduld, ich hatte. Sicher verstaut im Frachtraum. So. Da. Vorbei ist mit der Geduld. Muss jetzt die Fettelm da drüben. Na schön. Auf geht's. Erreiche Albas Licht. Albas Licht. Alba. Gibt's nicht eine Basketballmannschaft? Alba Berlin oder so? Die heißt doch, glaube ich, so, ne? Albas Licht. Dann, wenn nur die Xenon hier sind, ja dann, gar kein Problem. Eine Xenon-Zone, na schön. Freuen wir uns. Grandios. Okay. In höchster Freude, aber die Zone ist mal zumindest nicht rot. Gut, ist jetzt natürlich gelb aufgrund des Missionsspots. Aber wird vermutlich rot sein dann die Zone, wenn hier die Xenon am Start sind. Gut, ich habe aber nur zwei Waffenplattformen, ansonsten nichts. Warum sind hier einfach so zwei Waffenplattformen? Ja, hier hat die Terror Corp, hat hier das Sagen, gut. Aber ich meine, Waffenplattformen einfach so zu platzieren, ist doch echt doof, oder? Macht man doch nicht. Gut, wer weiß schon, was die Xenon denken, ne? Keine Ahnung. So, Toridi-Kolonisten. Sehr hübsch. Da sind wir. Servus, Fettelm. Ich könnte dich jetzt eigentlich ändern, ne? Und hätte die Mission verkackt, aber er hätte eine Fettelm. Das wäre auch gemein. Er hätte eine zweite Fettelm. Das wäre mal richtig link. Ein teuflischer Plan. Und ich meine, hier dürfte ja eigentlich dann kein Malus entstehen bei den Toride-Kolonisten, ne? Weil ich meine, hier ist nirgendwo weit und breit eine Station. Ne? Könnte man mal ausprobieren. Also wenn die Spielmechanik wirklich so ist, dass es heißt, Reichweite von der Station 50 Kilometer und so und kein anderes Schiff da und so, keiner, der dich verpetzt, wir ändern diesen Kahn, alles ist gut, dann wäre das ja prima. Aber ich traue dem Frieden nicht, deswegen greife ich das Schiff jetzt nicht an. Wir machen die Mission, Freunde, aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. An dieser Stelle wie immer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ja, und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann.